Podcast Episode 37. Und seit dem letzten Podcast ist viel, viel, viel passiert. Das kann man, glaube ich, einfach mal so stehen lassen, oder? Ja, die erste Single ist raus. Endlich. Endlich neue Musik. Wir haben so lange an der ganzen Scheiße gearbeitet. Es wird echt Zeit. Ja, Franks Studiobart sieht aus wie bei Jan nach zwei Tagen. Aber bei Frank dauert es. Wie lange hast du jetzt gegrowt, Frank? Naja, ich bin ja noch nicht fertig. Also ich bin ja noch mitten am Produzieren und Mischen und Machen und Tun. Aber wie lange wächst das bisschen Pflaumen jetzt schon? Na, 8 Wochen. Hast du dir so ein Grow-Kit geholt? Die gibt's doch Quatsch. Auf Insta immer. Alter, ich habe jetzt erstmal hier so seitlich, ich habe mir mal so ein paar Konturen geschnitten, weil zwischenzeitlich gehe ich dann doch aus dem Studio raus und gehe mal duschen und mich kultivieren. Und dann dachte ich mir, dass ich nicht ganz so verwahrlost aussehe, habe ich also alle Stellen, wo nichts wächst. Und das ist tatsächlich fast überall, also außer da, wo ihr es gerade sehen könnt. Und für alle Zuhörer, mir wächst also nur so ein furchtbarer Pornoschnauzer und so ein absolut 90er-Jahre-Retro-Kinnbart. Und den Rest, den habe ich quasi wegrationalisiert. Naja, und das bleibt jetzt noch so lange, bis ich hier im Studio soweit fertig bin. Ja. Aber ich finde es jetzt gar nicht mehr so schlecht, Frank. Ich fand es vor 2 Wochen, sah es noch echt scheiße aus. Aber jetzt geht's echt, finde ich, oder? Was sagt ihr? Wir können direkt bei D'Artagnan anfangen. Ist echt so, der Degen in die Hand. Jawohl. Ja. Stimmt. Ja. Ah, herrlich. Ey, aber Leute, die Leute fragen sich wahrscheinlich, naja gut, jetzt haben sie eine Single rausgebracht und jetzt sitzt ihr immer noch im Studio, warum? Ist doch eigentlich fertig. Ja, ja, schon richtig, aber wir bringen ja tatsächlich ein Album. Also es kommt irgendwann im Laufe 2021 ein Album. Wenn ich bis dahin nicht hier im Studio festgewachsen bin, dann wird es tatsächlich kommen. Und wir sind eigentlich auch schon relativ, ja, ich würde mal sagen, relativ weit. Also für Corona-Verhältnisse sind wir weit. Also wenn man das mit der deutschen Impfpolitik vergleicht, dann würde ich sagen, sind wir weit. Ja. Also schon eine Herdenimmunität hergestellt. Ja, genau. Für die Leute da draußen, ich glaube, die meisten wissen halt gar nicht, wieso der Prozess ist. Das Einspielen ist das kleinste Problem. Das geht am allerschnellsten. Aber dieses ganze Mischen und in diesen Kleinigkeiten da rumfuhrwerken, das dauert Ewigkeiten. Ja, ich hab tatsächlich auch den Fehler im System gefunden. Es ist nämlich so lange geil, bis ich den Mund aufsperre und drüber sing. Okay, das macht Sinn, ja klar. Ja, vielleicht sollten wir uns überlegen, eine Instrumentalband zu werden, aber nein. Ich glaube, das ist schon mit deinem D'Artagnan-Bart dann besser. Ja, ja, vielleicht. Du musst ihn dir vorher wachsen lassen, Frank. Verdammt. Ja gut, ich könnte es probieren. Aber wisst ihr, die Studiozeit und diese Studioproduktion, in der wir uns gerade befinden, finde ich, gibt Anlass, einfach in unserem Podcast mal etwas zu tun, das meiner Ansicht nach in 36 Episoden etwas zu kurz kam. Oh Gott, was denn? Hat jemand eine Idee? Du hast selten deinen Penis gezeigt, außer in Folge 16. Oh, was war in Folge 16? Jetzt wollte ich einfach nur sagen, dass die Leute jetzt in Folge 16 reinhören und die nochmal mehr Klicks kriegt. Ah. Weil Folge 16 hat nicht so viele Klicks wie die anderen, weißt du? Ja, genau. Achso, okay, alles klar. Nee, also Folge 16 hat Frank seinen Penis ausgepackt. Und da gab es noch wieder gar kein Video. Der hat nur im Audio seinen Penis ausgepackt. Man kann es ein bisschen hören. Man hört den Moment, wo er das Ding auf den Tisch legt. Da ist er! Da ist er! Da ist er! Oh Gott. Ja, vielleicht sollte man die Geschichte mal analysieren. Ja, wie dem auch sei, ich finde, wir sprechen zu wenig über Musik in unserem Podcast und wir sollten jetzt, wo wir uns auch gerade in dem kreativen Schaffensprozess befinden, alle 14 Tage die Leute mal updaten über unsere Musik, über das, was da kommen mag. Und ich finde, das wäre doch der Podcast, oder da ist der Podcast doch eigentlich prädestiniert für. Ja, was meint ihr? Klar. Was willst du denn erzählen? Es gibt ja immer, das Problem ist, es gibt immer Sachen, die darf man schon erzählen, und dann gibt es Sachen, die darf man noch nicht erzählen. Wenn man Sachen erzählt, die man noch nicht erzählen darf, dann kriegt man immer eine auf die Mütze. Die können wir rauspiepen. Die schneiden wir einfach raus, oder? Nein, wer schneidet Podcasts am Wochenende? Die piepen wir raus.
du schneidest den Podcast ab sofort. Nee, und ich würde sagen, lasst uns doch einfach immer so ein Thema, was unsere Musik betrifft, in ein Hot 5 mit einfließen. Was haltet ihr davon? Gerne. Dann. Klingt ultra kompliziert, aber es hört sich an, als hättest du schon dir was überlegt. Nein, ich habe mir nichts. Ich hab mir nichts überlegt. Das ist quasi heute Freestyle. Vielleicht komme ich auch dadurch drumherum oder dadurch daran vorbei, dass ich mich auf diesen Podcast mal wieder nicht vorbereitet habe und lieber Songs geschrieben habe. Hot 5. Ja, also unser erstes Hot 5 quasi jetzt heute. Bin ich gespannt. Musik, unsere eigene Musik, unser neues Album. Da hat er sich was überlegt. Ja, da hat er sich richtig was überlegt. Hast du das weil, also unsere erste Single, Cholerica, die letzten Freitag kam. Ich würde mal sagen, die Reaktionen waren gar nicht so scheiße. Die waren sehr gut. Aber, viele fragen sich, wo geht die Reise denn mit Schattenmann hin? Das ist das Ding, da haben wir nämlich schon telefoniert, Frank. Und es ist ja so, man hat jetzt lange nichts von uns gehört und das ist bei jeder Band so. Die bringen ein Album raus und dann hörst du lange keine neue Musik. So ist es halt nun mal. Und dann bringt die Band nach langer Zeit die erste Single und dann denkt man automatisch als Fan oder die Leute, die dann das hören, denken, aha, das ist jetzt Schattenmann. Schattenmann ist jetzt Cholerica. Das ist aber nicht so. Wir haben ja, das Album ist schon fertig und wir wissen auch schon die nächsten Singles. Und die nächste Single, die kommt, ich sage ja, jetzt gut. den Namen noch also nicht. Also fertig ist es noch nicht. Ja, ja, aber du machst es schon. Ja, der Bart ist so gut wie fertig, quasi. Nee, worauf ich hinaus will, ist, dann bringt man die nächste Single und dann denken die Leute, Schattenmann ist jetzt Cholerica und das neue Lied. Und so baut sich dann langsam ein Bild zusammen. Aber für einen als Künstler ist es echt gar nicht so einfach, weil man ist nicht nur die beiden Lieder, die Leute dann hören. Man muss dann einen Monat warten oder zwei oder drei, um denen wieder was Neues zu zeigen, um das Bild zu komplettieren. Ja, das ärgert mich auch ziemlich, dass das so häppchenweise jetzt kommt. Hier ganz kurzes Feedback. Ein Kumpel hat uns also Cholerica weitergeleitet. Und er schreibt so Feedback von meinem Kumpel, dem ich euren Song weitergeleitet habe. Jetzt zitiere ich. Er hat gemeint, sowas wie das deutsche Rammstein. Das ist aber der einzige. Wow. Also ja, ich wollte nämlich gerade sagen, wir haben diese Phase mit unzählbaren Rammstein-Kommentaren unter unserem YouTube-Video ja echt überwunden irgendwie. Ja, mal hinter uns gebracht. Ich habe mich so gefreut. Ja, also ich meine, nicht, dass ich Rammstein scheiße fände oder so. Ich bin ein Riesenfan. Ich bin mit der Band aufgewachsen. Die haben mich musikalisch natürlich auch sehr geprägt. Aber ich fand jetzt nie, dass wir irgendwie wie Rammstein klingen. Aber gut, ich meine, vielleicht gibt es tatsächlich Leute, die der Auffassung sind, sobald jemand etwas tiefer singt und es Stromgitarre gibt und Deutsch ist, dass es dann Rammstein ist. Aber okay, es gibt selten eine Band, die ein Genre so prägt wie Rammstein. Ich wüsste kein anderes, wo es genauso ist, wo halt die Leute, Rammstein kennst du auf der ganzen Welt und danach kommt lange nichts, ganz, ganz lange kommt da nichts. Und dann kommen irgendwann Bands wie Eisbrecher und Megaherz und sowas. Und die kennen die meisten Leute halt schon wieder nicht, weil es schon so Szene intern ist, relativ auf jeden Fall. Und dann wirst du halt immer, sobald du mit dunkler Stimme auf Deutsch singst und eine E-Gitarre dabei ist, wirst du mit Rammstein verglichen, weil die Leute halt nur Rammstein kennen. Wer hat's erfunden? Ja, die haben es richtig gemacht, gell? Ja, aber wie das wenn ist sie doch ein Patent angemeldet hätten für ihr Genre. Ey, aber das ist doch genauso, wie wenn du eine Nuss-Nougat-Creme fürs Brot haben möchtest. Was sagst du dazu? Verglichen. Gib mir mal das Nutoka. Das, genau. Gib mir das Nusspli. Oder du siehst einen roten Sportwagen und denkst zuerst, ach, das ist doch bestimmt ein Ferrari. Polo. Ja, okay. aber... Ja, nee, aber dein Punkt ist klar, ja, das stimmt, das ist schon so. Ja, ja. Ich fände es jetzt aber mal ganz interessant, weil ich meine, der Luke war ja jetzt voll irgendwie im Videoschnitt-Stress, der hat ja unser Cholerica-Musikvideo geschnitten, also der hat auch die ganze Zeit nichts anderes gemacht, als diesen Song gehört, ist also quasi nicht unbefangen. Der Nils hat sich auch sehr, sehr stark mit dem Thema auseinandergesetzt, weil ich ihn immer wieder mit irgendwelchen Versionsupdates bombardiert habe von ein und demselben Song.
und gesagt habe, ey, hörst du, die Stimme ist jetzt um 3 Kilohertz bei 0,5, schieß mich tot. Und ja, der ist schon völlig entnervt, der Nils, und hat immer nur noch gesagt, ja, ja, Frank, ja, ja, ist besser, ja, ja, klar, ja, ja, auf jeden Fall, ja, den, natürlich höre ich den Unterschied, nein, sowieso. Dabei hat der Trottel nicht mal gemerkt, dass ich ihm viermal das Gleiche geschickt habe. Nein, ja, Spaß du beiseite. Du hast nicht gemerkt, dass ich es mir gar nicht angehört habe. Ja, sowieso. aber der Einzige, der immer so ein bisschen raus ist, war der Jan. Und deswegen fände ich das jetzt mal ganz geil, wenn vielleicht der Jan mal in seinen Worten wiedergibt für unsere Fans oder auch für alle Interessierten. Ist es neue Album Choleriker oder wie ist es denn? Wie würdest du es denn auch mit den anderen Platten vergleichen? So. Also das Album, das auf uns zukommt. Ja, also ob man das quasi die Songbausteine, die jetzt im Studio zu einer CD werden. Nee. Nee. Nee, es ist nicht Choleriker. Ich finde, Choleriker ist auch so ein bisschen außen vor. Also wenn man uns mit Rammstein vergleichen sollte, dann vielleicht wirklich mit dem Song. Der Rest ist definitiv nicht Rammstein. Und ich muss sagen, im Gegensatz zu den alten Alben, ist das definitiv härter alles. Und mehr aufs Maul. Also, ich höre es super gern. Und, ja. Also, ich würde halt, wir sind uns treu geblieben, auf jeden Fall. Und es ist eigentlich jeder Song ist halt wieder mal ein Hook. Also, jeder Song bleibt im Ohr. Lässt sich nicht vermeiden, aber es ist definitiv mehr Stromgitarre. Also, ja. Es ist riffiger, ne? Ja. Ich bin mal ganz böse und ich benutze einfach mal das Wort, es ist metaliger. Ja, metaliger. Aber auf eine coole Art und Weise. Also auf eine groovige Art und Weise. Ja. Nicht so. Eine moderne Art. Es ist jetzt kein Iron Maiden. Nicht so Metallica-mäßig oder Iron Maiden, sondern es ist auch kein Limp Bizkit, aber ich würde sagen, es ist vielleicht so ein bisschen Papa Roach, bisschen Limp Bizkit, bisschen Metallica, irgendwie so. Ich würde sagen, dass es sowas auf Deutsch noch nie gab. Das gab es auf Deutsch noch nicht, so in die Richtung. Nee, auf Deutsch gab es das echt noch nicht. Ja, ich würde sagen, wir haben dieses Thema Neue Deutsche Härte 2.0 nochmal weiter auf die Spitze getrieben. Echt da, wo wir von Anfang an hin wollten, würde ich sagen. Jetzt sind wir da so langsam angekommen, würde ich behaupten. Ja. Und da, das ist immer so ein bisschen schwierig, weil wir haben ja doch tatsächlich dann auch die ein oder andere poppige Nummer oder auch so Ballade und so weiter. Und ist auch was mit dabei, aber eigentlich überwiegend ist es schon aufs Maul. Auf jeden Fall. Ja. Ich finde, wir haben uns vielleicht sogar ein Stück weiterentwickelt als dahin, wo wir vielleicht hin wollten oder wo unser Horizont vor 4 Jahren hinging. So, weil wir sind alle irgendwie miteinander gewachsen. Und wenn ich mir jetzt so das Album im Vergleich zu den alten anhöre, finde ich, wir haben eine krasse Weiterentwicklung gemacht und wir sind total, also wir haben krass diverse Titel auf diesem Album. Also das ist eben dieses Schwierige, jetzt kommen wir wieder zurück zu diesen, man streut eben Häppchen, eine Single nach der anderen, und wie soll jetzt der Fan verstehen, was ist jetzt eigentlich Schattenmann? Ich glaube, das ist bei unserem Album gerade auch saumäßig schwierig, weil wir wollen natürlich irgendwie einen roten Faden dem Menschen geben, der sich diese Singles nacheinander anhört, aber eigentlich kannst du diesen roten Faden nur komplett aufzeigen, wenn du das Album vom Song 1 bis Song bla zu Ende hörst halt. Und du kannst nicht nach ein paar Singles einschätzen, wie ist Schattenmann jetzt. Geht nicht. Und also, das ist halt das Geile, finde ich, aber auch, weil wir eben diese Weiterentwicklung gemacht haben, weil wir halt einfach nicht stehen geblieben sind. Ich finde, dass wir einfach, wenn man das jetzt einfach so mit den Singles und mit Choleriker beschreiben soll, wir haben einfach Songs ausgewählt, die uns gefallen und uns am Herzen liegen und haben auf irgendwelche Konventionen einfach geschissen, würde ich sagen. Das ist einfach die bunte Mischung und es wird mit Sicherheit Songs geben, die gefallen den Leuten, und es gibt auch Songs, die gefallen mit Sicherheit nicht jedem oder keinem, wer weiß das schon.
Es wird auf jeden Fall für uns noch eine spannende Reise, bis dieses Ding fertig ist und bis es dann auch letzten Endes rauskommt. Sowas dauert ja auch immer seine Zeit. Es wird auf jeden Fall nicht in den nächsten paar Wochen sein, das auf jeden Fall. Aber ja, lasst uns doch einfach mal gucken, wie unser Studio- und Produktionsfortschritt in 2 Wochen bei Folge 38 ist und dann da nochmal einhaken. Oh, sehr gut. Denn nächstes Hot Five. Ich glaube, wir haben schon gut gefüttert. Ne? Haben wir gut gemacht, ja. Ja, glaube ich auch. Wir haben die Leute jetzt schon neugierig gemacht. Und wir haben mal über Musik in unserem Podcast gesprochen. Stellt euch das mal vor. Das ist auch mal ein Ding. Hört. Besser ist. Eigentlich war ja der Podcast geplant, dass wir, weil wenn wir so viel unterwegs sind, dass wir dann auch immer so die letzten 2 Konzerte Revue passieren lassen. Also du warst irgendwie am Wochenende unterwegs und dann machst du einen Podcast und dann kann man über die Konzerte sprechen. Nur, was zur Hölle sind Konzerte? Hat das halt alles, kam es dazu überhaupt nicht, ne? Ja. Naja, ich denke, wir haben die Leute trotzdem ganz gut unterhalten. Freilich. Du, hör mal, Nils. Hä? Wir hatten doch letztens so ein wunderbares Telefonat und da habe ich irgend so einen Spruch gesagt und du meintest, also das wäre doch was für unseren Podcast für ein Hot Five. Und du hast gesagt... Genau das will ich schon seit 5 Minuten sagen. Ja, okay, ich wollte nur, dass du es noch im Hinterkopf hast. Also dann lieg los, nimmst du als Hot Five. Dann mach ich es jetzt nicht direkt. Doch, mach's, komm. Okay. Der Präsentierteller in der Toilette. Ja, genau, das war's. Jawohl. Der ist verloren gegangen. Nicht in allen Toiletten. Aber in 9 Toiletten schon, oder? In 9 Toiletten also, schon, das ist voll schade. Weil bei der Oma kannst du noch schön deinen Haufen betrachten, nachdem du ihn gesetzt hast. Das ist ja auch immer interessant, man will ja wissen, was man geleistet hat. Ja, eben. Neuen Toiletten gibt es einfach nicht mehr. Nee, das nennt man sogenannte Tiefspüler, das gleich schwupp und weg ist. Angeblich wegen Geruchsbelästigung und bla bla bla. Aber ich sage euch, das stinkt A genauso und B, finde ich, kann man am Geruch schon viel ablesen. Also jetzt mal ohne Scheiß. Ich finde, die Toiletten mit den Präsentiertellern haben 2 große Vorteile. Aha. Zum einen kannst du sehen, was du produziert hast, ja. Und zum anderen, und das ist halt auch was Unangenehmes, was bei diesen Tiefspülern passieren kann. Und das ist bestimmt jedem von euch schon mal passiert. Braucht überhaupt nicht so wegschauen. Aber wenn du halt schnell aufs Klo musst und dann halt kein Klopapier vorher reintust und dann presst du schön die Wurst durch, dann spritzt du schon mal hoch halt. Das kitzelt dir dann manchmal und an den Eiern. Wie unangenehm ist das denn bitte? Ja, Moment. Das würde niemals passieren. Das würde niemals passieren bei einer Präsentierteller-Toilette. Mit dem Präsentierteller nicht. Vor allem, du musst ja mal überlegen, wenn du einen Präsentierteller hast, also du spülst ja quasi die Toilette sauber. Ja, und dann steht da ja nur so Minimalwasser. Dabei handelt es sich aber um Frischwasser. Ja, so. Jetzt gehst du, wie du schon sagst, unter Zeitdruck. Ja, so. Was passiert logischerweise? Du musst ja auch in 90% der Fällen ja auch pinkeln. Also, ja, eben noch dazu. Jetzt kombinier mal. In aller Eile. Du pinkelst. Sherlock. Ja, du pinkelst, salzt dann noch dein Geschäft ab, ja, und dann floppt's. Ja, was spritzt denn dann dir unten an die Eier? Das ist Pisse und Kacke. Das ist erstmal Pipi, mein Freund. Das ist kein Wasser wie auf einem Präsentierteller. Also, um das mal kurz zusammenzufassen. Der Vorteil ist, es ist das eigene Pipi halt. Okay, aber trotzdem ist steril. Nicht geil. Ja, das ist super. Also ich finde echt, dass da viele Leute falsche Entscheidungen getroffen haben. Ja. Nochmal ganz kurz nachgefragt. Wisst ihr, dass das jetzt nicht mehr gibt? Habt ihr da eine Marktanalyse gemacht? Oder? Geh doch mal auf neue Toiletten. Geh doch mal auf neue Toiletten. Überall, geh doch mal wo du auf unsere Toilette. Geh da nicht drauf. Das sind diese Rutschtoiletten. Wie, du achtest da nicht drauf? Das ist doch interessant, wenn man da mal sieht, was passiert ist. Weiß ich nicht. Okay. Wie, okay. Ja, ich kann mir vorstellen, dass wenn ich jetzt nach Toiletten kaufen irgendwie google, dass es bestimmt noch Toiletten mit Präsentierteller gibt, dass die noch hergestellt werden. Dann ja, google doch mal Toilette mit Präsentierteller. Aber die kauft keiner mehr. Leider. Sind schade. So veraltete Toiletten. Schade. Aber wofür das auch gut ist, ich muss es noch nicht machen, ein Kumpel hat mir davon erzählt. Ja, genau. Es ist wirklich ein Kumpel.
wenn du eine Stuhlprobe abgeben musst, dann ist der Präsentierteller ja das Beste, was dir passieren kann. Weil meinem Kumpel ist nämlich passiert, dass der, wenn du eine Stuhlprobe abgeben musst und du hast keinen Präsentierteller zu Hause. Hat er den Becher verfehlt? Nein, du kackst dann nicht in den Becher, sondern du kriegst dann quasi, du kriegst dann so ein Papiertuch, was du über die komplette Toilette spannst und dann kackst du da quasi drauf und dann wird es aufgefangen. Aber der hat leider so einen fetten Haufen gesetzt, dass das Ding durchgerissen ist. Und dann war die Stuhlprobe verloren. Und dann durfte in 4 Wochen nochmal kommen, oder was? Ich weiß nicht, was er dann gemacht hat, aber dafür sind die Präsentierter halt auch gut. Also erstmal 2 Döner reingeschoben und in 2 Stunden nochmal versucht. Also wisst ihr, ich hoffe ja tatsächlich, dass der Präsentierteller irgendwann seine Renaissance feiert, so wie die gute alte Schallplatte. Ja, und dass wir irgendwann mal... in der gleichen Liga. Genau, und dass wir irgendwann mal begreifen, dass nicht alles, was Neues, besser ist. Hm. Habt ihr schon mal ein Bidet benutzt? Nee, tatsächlich noch nie, aber ich kenn's aus dem Urlaub. Ja, aus dem Urlaub. Ich kenne keinen, der es irgendwie in Deutschland irgendwie verbaut hat. Ja, hab noch nie in einer deutschen Wohnung ein Bidet gesehen. Doch, habe ich schon gesehen. Doch. Beim Christian Berg in der alten Wohnung, da gab's das. Echt, der hatte ein Bidet oder was? In der alten Wohnung hatte er, glaube ich, ein Bidet. Ach, das ich werde nichts Bidet. Falsches erzählen, aber ich... Dann habe ich in den falschen Du warst da nicht, nein, in der alten, so. da warst du nicht, in Hildesheim noch. Ich glaube... Echt? Irgendjemand von denen hatte das. Ja, man kennt es aus dem Urlaub auf jeden Fall. Ja, und? Hat es schon mal jemand benutzt? Ja, im Urlaub. Ja, im Urlaub, habe ich es mal. Ey, ist voll fresh. Richtig spannend, nice. Oder? Ja, also das Ding ist halt... Urlaub ist immer, also es kommt drauf an, in welchem Urlaub du bist. Wenn du jetzt in so einem Marokko-Urlaub bist. Und scheiß dich von oben bis unten ein, dann bist du dankbar fürs Bidet, war mir klar. Dann bist du dankbar für ein Bidet, ja, das stimmt. Wenn du jetzt auf einem Städtetrip unterwegs bist, dann ist wurscht, was du da hast. Der Stuhlgang, Lukas. Ich glaube, dir würde es genauso in Marokko gehen. Glaubst du? Ja. Ich hab doch so einen Saumagen. Ja, Marokko, da isst du einen Blatt Salat und dann hast du den schlimmsten blutig-schlammigen Durchfall. Alter, wer isst denn schon Salat? Nein, das ist halt, ach, keine Ahnung. Das sind so Situationen, wie du läufst über den Marktplatz und dann steht da ein Typ, der frisch gepressten Zuckerrohrsaft verkauft. Und du denkst dir, buh, geil, warum nicht? Hab ich noch nie probiert. Gehst du ihm hin, sagst, du willst da so ein Glas haben? Der so, ey, gar kein Stress. Und nimmt das Glas, was vor ihm steht, schenkt da halt den Zuckerrohrsaft ein, gibt's dir und du trinkst daraus. Ja, was passiert? Du gibst es ihm dann zurück, er nimmt dieses Glas, tunkt es in einen Eimer, der neben ihm steht, wo braunes Wasser drin schwimmt, stellt's wieder auf den Tisch, kommt der Nächste, trinkt aus dem gleichen Glas. Ja, okay. Ich weiß nicht, wie viele Leute aus diesem Glas schon getrunken haben, es müssen Millionen sein. Ja, und dann hast du natürlich Dünnschiss. Ah... Oh. Das ist eklig. Da kannst du aber froh sein, wenn Dinches dann dein geringstes Problem ist. Echt so, ja. Mm. Ey, zu Zeiten von Corona ist es ja gar nicht mehr vorstellbar. Nee. Oh, ich darf mich jetzt impfen gehen. Ich krieg jetzt einen Impftermin. What? Sehr gut. Ja, aber ja. Hast du schon Corona gehabt? Ja, trotzdem musst du dich impfen lassen. Echt? Ja, kriegst du jetzt dann nur eine Dosis oder zwei? Es kann sein, dass ich nur eine kriege. Ich habe mich da noch nicht so erkundigt. Aber ich musste in diesem Formular angeben, dass ich schon, also ob ich schon Corona hatte. Und dann werden die das wahrscheinlich mir sagen, wie das aussieht. Aber es ist ja schon wieder jetzt 5 Monate her, dass ich Corona hatte. Und dann ist ja höchstens 6 Monate danach irgendwie safe noch immun. Okay. Interessant. Genau. Da sollte ich jetzt Bescheid kriegen demnächst. Heute oder morgen, übermorgen, sowas. Okay. Genau. Cool. So. Nächstes Hot 5. Wer hat keins? Wer braucht eins, hä? Doch, ich hab 2. Oh, hör auf, Lukas. Der Nils will doch seine loswerden. Nee, ich hab einen dicken Block. Ich hab für die nächsten 70 Podcasts habe ich schon vorgesorgt. Echt? Na klar. Wisst ihr was? Mach du? Ja, mach du. Jan? Nee, komm, Ladies first. Wisst ihr was? Du zuerst. Wisst ihr was? Ich weiß nicht, ob euch das auch so auf den Sack geht, aber... Wäscheständer, Socken zusammenlegen. Ultra, überhaupt Wäsche aufhängen. Wer hat das erfunden, wie ätzend ist? Alles, Wäsche geht immer schnell, aber das mit den Socken, die passen dann immer nicht zusammen.
dann ist es eine andere Farbe, dann hast du zwei verschiedene Socken an. Ich habe mir schon überlegt, dass ich mir ein Bein amputiere, um da irgendwie einen Ausweg zu finden. Ja, oder du kaufst einfach nur die gleichen Socken. Das habe ich auch mal gemacht, aber auch irgendwie habe ich trotzdem jetzt wieder 10 verschiedene Paare schwarze Socken halt. Du musst die alle halbe Jahre alle wegwerfen und dir dann so umwelttechnisch nachhaltig, sehr gut. Ja, also wenn du es schaffst, mit 6 Paar oder 7 Paar Socken auszukommen, dann sind die nach einem halben Jahr auch durch. Alter, da hast du ja nicht mal genug Socken für eine Woche. Man muss doch dann einmal waschen. Die Woche hat 7 Tage, wenn du 7 Paar Socken hast. Wenn du 6 Paar Tage, dann musst du am Sonntag immer oder du kaufst dir, ja, oder so ein 10er-Pack halt. Du kaufst dir, genau, du kaufst dir einmal so ein 10er-Pack, das trägst du dann ein halbes Jahr und dann sind die eh fertig und dann kaufst du dir das nächste 10er-Pack. Das ist zum einen nachhaltig und zum anderen hast du kein Problem mehr mit zusammenlegen, weil du wirfst die dann alle, wie sie sind, einfach in deinen Wäschekorb. Ja. Dann hast du einen Tag lang keine Socken und danach nimmst du halt einfach 2 raus. Frankie, wann sind denn die Star Wars Boxershort durch? Die hast du ja auch im 10er-Pack gekauft, oder? Nicht nur im 10er-Pack. Aber ich muss sagen, die ein oder andere ist jetzt schon aufgearbeitet. Aha. An welcher Stelle? Wo entstehen bei Frank Herzig die Löcher in der Boxershort? Das kann ich dir sagen. Die haben so eine Naht unten am Sack, ja, wo quasi der Eierbecher zusammengeführt wird, nach unten hin, ja, wo sich quasi eine Naht mit einer Quernaht trifft, wo dann quasi 3 Nähte nach oben gehen. Ja, ja. Das klassische Sackloch. Genau, richtig. Es ist ein klassisches Sackloch und deswegen, es sind nur noch wenig Überlebende. Ich muss mal wieder nachbestellen. Ja. Herrlich. Gut, hätten wir das Thema auch. So, Louis. Ja, komm. War das jetzt dein Hot 5 oder was? Wollen wir Hot 5? Okay. Beschwert euch nicht. Also, dass ich überhaupt was hab. Wir haben immer noch besser als Ü-Eier. Jetzt passt mal auf. Ernste Frage an euch. Ist das jetzt ein Hot 5? Das ist ein Hot 5. Achso, okay. Also, letztens Unfall und... Ja, dann dachte ich so, okay, pass auf, wärst du jetzt an der Stelle gewesen, wo der Unfall passiert ist und du musst jemandem helfen, also du musst den dann zum Beispiel aus dem Auto rausziehen, wie gut erinnerst du dich noch an deine Erste-Hilfe-Lektion, die du mit 18 beim Führerschein gemacht hast? Ich kann mich noch dran erinnern, ich saß da drin, das waren irgendwie 2 Intensivtage. Und da hat uns die Lehrerin immer nur gesagt, und wenn ihr nicht Erste Hilfe leistet oder wenn ihr den nicht richtig auf die Seite legt, dann kommt ihr in den Knast. Dann das ist unterlassene Erste Hilfe Leistung. Und dann denkst du mir so, scheiße, ja, erklär mir doch, wie es geht. Aber ich hätte jetzt nicht sofort gewusst, wie ich Erste Hilfe direkt an diesem Unfall leiste. Wisst ihr das noch? Das ist das auch das Einzige, was ich weiß. Und was ich noch weiß, ist, dass man in dem Rhythmus von Staying alive, dass man so die Herzrhythmusmassage machen muss. Okay. Ansonsten stabile Seitenlage, da müsste ich würde den festhalten oder mit 2 schweren Steinen befestigen, keine Ahnung, wie man das macht, dass der wirklich auf der Seite liegen bleibt oder die Frau. Frank, wie gut bist du noch in Erster Hilfe? Also ich muss dazu sagen, ich habe mit 16 meinen Mopedschein gemacht. Mein 125er Schein. Das ist schon lange her. Bei mir ist es nochmal 2 Jahre länger her. Und das war so ein Wochenend-Intensivkurs. Und ich hatte natürlich nichts Besseres zu tun, als mit meinen Kumpels am Abend immer einheben zu gehen. Das heißt, ich saß in diesem Kurs und war völlig betrunken. Bis über den Arsch. War völlig voll. Hab kaum was mitbekommen. Und wenn ich Blut sehe, dann wird mir ja eh schlecht und ich muss kotzen. Ich muss auch immer so bei so Ärzte-Sendungen, Dokus, wenn man dann so offene Knochen und Blut sieht, bin ich echt ein Weich. Also echt, das wusste ich auch nicht. So Blut, mein eigenes scheißegal. Mir kann ein Bein fehlen, ist mir völlig wurscht, aber fremdes Blut. Ja, deswegen war, dann war es für dich wahrscheinlich noch mal so schlimmer, als du so eine Maus zertreten hast oder so eine Ratte, ne? Alter, stimmt. Alter. Ratte zertreten? Oh Gott! Ja, können wir gleich erzählen, ist ein gutes Hot 5. Ja, auf jeden Fall, ich wenn so ein Unfall sehe, ich komme auch nicht in den Knast dafür, weil ich sehe einen Verletzten, ich werde kreidebleich, fall rückwärts um. Dann bist du quasi auch Opfer, dann musst du auch irgendwie nicht kommen. Genau, ich werde auch zum Opfer.
Voll die gute Taktik, wenn man nicht in den Knast kommen will. Nee, also ich weiß, das Erste, was ich machen werde, ist auf jeden Fall irgendwie Polizei oder halt Krankenwagen anrufen, aber wahrscheinlich in der Hektik werde ich eher die Polizei anrufen. Ja, das würde ich auch vermitteln dich ja eh. Ja, das eben, also aber wichtig auf jeden Fall mal fremde Hilfe holen und dann musst du, ich denke irgendwie so Beatmung, die wechseln das ja auch ständig, wie man es machen soll, irgendwie habe ich das Gefühl, mal erzählen sie so als 30 Mal, dann musst du 15 Mal, dann musst du doch ein bisschen schneller, doch wieder langsamer, also ich weiß nicht, ich kenne mich da nicht so aus, aber ich glaube, wenn du wenigstens irgendwie das versuchst, einigermaßen abwechselnd zu machen, dann passt es schon mal. Ja, wichtig dann ist bei einem Motorrad, wichtig ist bei dem Motorradunfall, dass du den Helm nicht abziehst und stabile Seitenlage brauchst du eigentlich nur, wenn er sich übergeben sollte. Ne? Also, ich fahre Jethelm, da kannst du nichts mehr abziehen. Nee, stabile Seitenlage nee, du brauchst sollst du immer, wenn er abziehen. Ohnmächtig ist. Du sollst nichts abziehen. Ja, sonst da brauchst du das Genick brechen. Da brauchst du nichts mehr abziehen. Ich fahre einen Jethelm. Da ist eh nichts mehr über dann. Okay. Aber Moment, jetzt habe ich ja einen Bart. Ne? Der dämpft den Aufprall. Sehr gut. Ja, okay, also ich bin froh, dass ich nicht als einziger so ja, aber das ist, das habe ich mir auch schon mal überlegt. Eigentlich sollte es irgendwie Pflicht sein von jedem Bürger, dass er das irgendwie, was weiß ich, alle 2 Jahre mal macht oder so. Ja, dann machen wir halt einen, wisst ihr was, wir könnten eine Teambuilding-Maßnahme machen und zusammen Erste-Hilfe-Kurs. Oder schaffen wir ein Zoom-Meeting Erste-Hilfe-Kurs. Oder wir gehen saufen. Saufen! Oder so. Das können wir natürlich auch machen, ist beides sehr sinnvoll. Ja. Herrlich. Sehr gut. Sehr gut. Ja, nicht Out 5. Frank hat eine Ratte zu treten. Wir haben mit der damaligen Band es war Hildesheim irgendwo. Nein, es war in Münster. Münster. Im Sputnik-Café. Es war mit Planet Emily haben wir da gespielt und Frank ist noch schnell aufs Klo vom Soundcheck oder so und dann kam er kreidebleich raus. Leute, wisst ihr, was mir gerade... Frank, was ist denn los? Was ist los? Ich hab... Ja, komm mit. Ist er aus für sie? Ist er in der Ratte halt unter... Die Ratte ist ihm halt unter den Fuß beim Gehen. Der Frank konnte ja nichts dafür, aber er hat halt dann tot. Rattensuizid. Ich glaube, die hatte irgendwo, also das ist in Münster und das ist ja irgendwie auch direkt am Fluss und so und Hafengebiet und die haben sehr viele Ratten, ja. Ist ein geiler Laden, aber die haben halt auch ein paar Ratten gehabt. Musst du mal das Gesundheitsamt hinschicken. Ah, nee, cooler Laden, bloß nicht. Das ist ganz normal. Auf jeden Fall, ich glaube, die war schon ein bisschen benebelt, diese Ratte. Keine Ahnung, vielleicht hat sie auch einen Köder gefressen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich war halt schön, ich war echt entspannt. Ich war echt total entspannt. Ja, ich habe mich noch gefreut über die erfolgreiche Sitzung. Da gab es übrigens einen Präsentierteller noch zu der Zeit. Herrlich. Auf jeden Fall, ich gehe dann Hände waschen und auf dem Weg zum Händewaschen macht's auf einmal unter meinen Füßen und es spritzt ganz fürchterlich. Oh. Und ich denke nur so, was ist das denn, Alter? Was bin ich jetzt gestiegen? Sind hier die Fliesen locker oder was? Und dann gucke ich mir meinen Stiefel an und schaue so auf den Boden und gucke mich an und dann hätte ich mich fast, ich hätte halt auch noch fast drauf gekotzt, was so eklig war. Ja. Scheiße, sowas passiert halt auch nur dir, Mann. Ja. Wie kann man denn eine Ratte zertreten? Ja, das ist genauso wie wenn man von 800 Menschen einen Blinden rauszieht auf ein Konzert. Einen. Ja, das stimmt. Ja? Typisch herzig. Aber ich habe auch schon Erfahrung mit Ratten gemacht. Ich habe ja ein Semester in New York studiert und das Rattenverseuchteste auf der ganzen Welt ist die New Yorker U-Bahn. Das ist unfassbar. Also bei manchen Stationen, da kommst du rein. Und ich habe immer schon irgendwie, ich wollte auf die Gleise gucken, weil ich wusste, da geht's immer ab. Und bei einer waren bestimmt 70 Ratten, die da einfach rumgewuselt sind und haben da irgendwelche Reste gefressen. Und es ist so widerlich. Und überall stehen so Warndinger, dass überall Rattengift verteilt ist in den Dingern. Aber wie willst du denen denn Herr werden? Das geht ja nicht. Das ist ein riesiges U-Bahn-Netz. Und direkt, ich habe in Queens gewohnt und bei mir die U-Bahn, die war über der Erde, irgendwo in Brooklyn oder sowas, war eine U-Bahn-Stelle, wo ich immer hin musste. Und da lag eine tote Ratte ab dem Tag 1, als ich da war. Und ich konnte quasi über die ganze Zeit, über 5 Monate beim Verwesen zuschauen und wie immer mehr von der abgesnackt wurde von anderen Ratten. Hast du dann am Schluss das Skelett gesehen? Nee, das Fell war immer noch so halb da drüber.
War sehr interessant. Und richtig widerlich. Krass. Also das war schon... Und die U-Bahn muss da, die fällt einfach ab und zu aus morgens, weil der Müll auf den Schienen anfängt zu brennen, der da irgendwo liegt. Und dann müssen die halt das löschen und dann fährt die weiter. Das ist alles voller Müll und voller Ratten. Heftig, ey. Herrlich. Schön. Das waren die Hot Five, oder? Ja. Aber würde ich mal sagen... Können wir vielleicht noch ein bisschen so reden? Mein guter Bruder ist der Frank, weil der so viel im Studio macht und weil er sich diesen tollen Bart wachsen lässt. Mein guter Bruder ist auch der Frank wegen dem Bart. Ihr seid und wegen so der lieb. Studioarbeit. Ihr seid so lieb. Ihr seid so lieb. Meine guten Brüder seid ihr, weil ich euch alle lieb hab und weil wir eine ganz besondere Band sind. Gott, ist das schrecklich, können wir das abhaken? Ich glaube, wir müssen diese Kategorie guter Bruder und letzter Schwester wieder mal raushauen. Irgendwie ist in den letzten Folgen nichts mehr irgendwie Gescheites gekommen. Ich wäre sowieso dafür, wir sind jetzt im Umschwung, ja, mit einem neuen Album oder wir steuern auf ein neues Album zu. Wie wäre es, wenn wir unseren Podcast einfach mal um ein paar neue Kategorien bereichern? Ja, und alte rauswerfen, das ist gut. Ja. Wie eine neue Setlist quasi. Also, Die Hot Five finde ich schon, also die Hot Five, die gehören einfach dazu. Ja? Das ist ein Klassiker. Also die kann man das nicht rausschmeißen. Das ist jetzt schon ein Klassiker. Aber wir könnten doch, also und Song der wir Woche finde ich... Wir können ja eine Umfrage machen, ob jemand irgendwelche Kategorien für uns. Das ist eine ja, gute Call Idee. To Action, sehr gut, Jan. Also, ihr Lieben, das ist jetzt der offizielle Aufruf. Wir möchten neue Kategorien in unserem Podcast aufnehmen. Und wenn ihr, ich betone, sinnvolle Vorschläge habt, ja, dann schreibt es hier unter das Video. Oder für alle, die gerade auf Spotify oder irgendwelchen anderen Streaming-Plattformen diesen Podcast hören, schreibt uns eine E-Mail an info@schattenmann.band, B-A-N-D. Ja, und wir machen das auch nochmal auf Insta. Ja, auf Insta könnt ihr uns auch schreiben. Genau, ihr könnt uns auch auf Insta oder auf Facebook schreiben. Wir machen das auch mal in den Stories. Jawohl. Also könnt ihr dann auch klicken. E-Mails sind so alt wie Toiletten mit Präsentierteller. Das war jetzt, schreibt ja. Schreibt uns in Insta. Genau, dann schreibt ihr uns in Insta. So sieht's aus. Ja, das machen wir. Das ist ein guter Plan. Ich wollte euch noch von einer Geschichte erzählen. Und zwar... Also gibt's jetzt heute außer Song der Woche dann keine Kategorie mehr. Also ich habe keine Lästerschwester. Hat irgendwer Lästerschwester? Ja, ich hätte eine, aber die ist ja, jetzt super. Auch nicht so. Ja, super. Jetzt muss aufregend. Der Jan doch wieder das Ding suchen. Nee, lassen wir es einfach raus. Nö. Alles gut. Nö, deine Lästerschwester will ich jetzt wissen. Wer weiß, vielleicht ist es die letzte Lästerschwester deines Lebens. Lästerschwester. Na los. Alright. Meine Lästerschwester ist das Impingement-Syndrom. Oh, du Arme. Das habe ich jetzt nämlich momentan. Was ist das? Das ist quasi, ich habe vor, keine Ahnung, 4 Monaten Sport gemacht und dann hat es bei einer Übung mal kurz gerissen. Dann dachte ich mir, oh ja, keine Ahnung, ich warte halt bis morgen, dann ist es wieder weg. Ja, und nach 4 Monaten ist es immer noch nicht weg. Und ich habe in meiner Schulter habe ich eine Sehnscheidenentzündung und eine Schleimbeutelentzündung. Und das nennt man Impingement-Syndrom. Und jetzt muss ich Physiotherapie machen und zum Orthopäden und Alter, ich fühle mich, als wäre ich irgendwie 80. So, was ist da los? 4 Monate lang Schmerzen in der Schulter, sowas hatte ich noch nie. Man wird nicht jünger, Lukas. Ich bin halt auch kein 24 jünger. Mehr, gell? Horch, da wenn du lieber mal eher ins Studio gekommen wärst, ja, dann hättest du dir den ganzen Scheiß erspart, weil im Sitzen tut dir auch nichts weh. Na, das stimmt. Du musst nur aufpassen, dass du keine wunden Stellen am Arsch bekommst. Ah, ich wende mich. Der Frank hat auch Thrombosestrümpfe an im Studio. Aber ich habe immer kurze Hosen an. Ja, egal wie kalt es draußen ist, weil hier im Studio ist es schön warm. Kenne ich noch so einen, der das macht? Der Colt. Der Harry. Und der Colt. Die tragen, der trägt auch noch kurze Hosen. Ja, beim Colt ist auch immer heiß, wenn da alles explodiert. Das stimmt. Er ist an sich voll heiß. Also. Ja, aber tatsächlich wurde ich dann heute ein bisschen blöd angeguckt, weil ich musste ja dann heute auch nochmal mit dem Hund raus irgendwie. Und dachte ich mir, oh, ist aber schon ein bisschen frisch. Naja, ziehe ich mir halt meine Winterjacke wieder an. Ja, also halt kurze Hose und Winterjacke. Sehr geil.
Sehr, sehr, sehr geil. Herrlich. Aber ging, Lukas ging dann eine Winterjacke über die Hose drüber? Also hattest du so einen Mantel, Wintermantel? Na klar, ich hatte meinen Parker. Sah das quasi aus, als hättest du nichts unter dem Mantel? Ja. Wie so ein Triebfeld. Musst du aufpassen, Frank. Ja, Lukas war eigentlich gerade von seinem Syndrom am Erzählen. Wie lange dauert denn das jetzt, bis das wieder weg ist? Alter, ich hoffe, das geht schnell. Also ich habe morgen meine erste Physiotherapie. Ja, ich denke, das geht schon. Und wenn nicht, dann lasse ich mir so einen Cocktail aus Cortison und irgendeinen anderen Scheiß in die Schulter spritzen und dann geht das schon. Geil. Sehr schön. Ich krieg aber auch, habt ihr auch, ich krieg so einen Knubbel am Bein einfach. Ja, weil wir nicht mehr fit sind, Alter, weil wir seit über einem Jahr zu Hause rumhocken und uns die Eier schaukeln. Der Knubbel am Bein hat nichts mit fit zu tun. Ich weiß nicht, was das ist. Da kommt einfach so ein Knubbel. Beim Oberschenkel. Ja, wie sieht der aus? Hier so, da ungefähr. Naja. Echt jetzt? Ja. Hast du schon mal dran gedacht, dass das vielleicht ein eingewachsenes Haar ist? Das ist kein eingewachsenes Haar. Der wächst bestimmt schon seit 2 Jahren, der Knubbel. Alter, dann geh mal zum Arzt, Nils. Ja, ja. Nee, ich war schon beim Arzt. Nee, ich war schon beim Arzt, der gefühlt, der hat da so drauf gedrückt. Du hast einen Knubbel. Ja, so ähnlich. Der ist nicht hart. Das passt schon, kann man operieren. Hier ist eine Adresse zum Operieren. Dann habe ich gesagt, ja, wenn es passt, dann keine Ahnung. Aber ich will das schon irgendwann machen. Hat er schon einen Namen? Der Knubbel? Hm? Nö, noch nicht. Da können wir auch mal abstimmen in Instagram, wie der Knubbel an meinem Bein heißen soll. Ja. Ich wäre für Knubi. Wie? Knubi. Knubi, ja, sehr, sehr kreativ. Ja. Auch ist das neue Album kreativer als der Spitzname für den Knubbel an meinem Bein. Komm, ja, da schreiben wir noch einen Song, einen Hidden-Track fürs Album. Ja, Knubbi. Knubbel mich geil. Zu Tode, Knubbi. Er ist nicht hart, er ist nicht fest. Das ist der Knubbi. Wie macht man das denn mit Hidden-Tracks auf Spotify? Das geht ja gar nicht mehr. Ja, naja, man nimmt halt einen Track irgendwie, ja, also Track Nummer 12 quasi. Ja. Der ist dann 12 Minuten lang. Und der ist dann 30 Minuten lang und bei Minute 27 fängt quasi der Hidden Track an. Ja, aber ja, genau. Also für die nicht Hast mehr wissen, was Hidden Tracks sind. Spotify-Algorithmus. Ist super. Für die nicht mehr wissen, was Hidden Tracks sind, weil das wissen ja vielleicht viele gar nicht mehr. Es gab früher, als es noch CDs gab, da haben wir schon mal darüber gesprochen, da konntest du manchmal, so wie der Frank das gesagt hat, es gab quasi 2 verschiedene Arten von Hidden Tracks. Einmal war das ein versteckter Titel, der nach einer ganz langen Pause am Ende von der CD kam. Und es gab CDs, da konntest du beim ersten Song nach hinten spulen, dass du bei minus irgendwas Sekunden, Minuten rausgekommen bist. Und da gab es auch einen Hidden Track. Quasi ein Lied, das einfach versteckt war, warum auch immer. Aber es gab echt ein paar Hidden Tracks in der Geschichte, die zu Hits geworden sind. Ja, das sind so Easter Eggs. Das ist für die Fans, die sich halt wirklich mit dem Album beschäftigen. Ja, ziemlich cool. Frank, warum machen wir keinen Hidden-Track? Machen wir doch jetzt, den Knubbel-Song. Ja, Knubbi. Genau. Machen wir das? Das finde ich witzig. Ich bin schon am Texten innerlich. Er ist nicht hart, er ist ganz weich. Knubbi. Ja, dann machen wir das in der sollen wir das so Rammstein-mäßig machen? Na, ich finde, wir sollten uns selber mal covern. Uns selber? Ja. Wir könnten ein Licht-An-Remake draus machen. Knubbi weich, Knubbi wach, Knubbi hart. Hast du ihn etwa nicht erkannt? Knubbi weich, Knubbi hart. Ja? Geil. Also so ein Licht-An-Remake zu Knubbi. Irgendwie sowas, das wäre schon witzig. Ja. Ja, das machen wir. Das machen wir. Dann machen wir so angeschaffelt. Auf Reggae. Ja, herrlich. Apropos Hidden Track. Ich glaube, es wird noch Zeit für den Song der Woche und dann haben wir es auch schon, oder? Echt? Ich habe noch 1-2 Sachen. Nur kurz. Ja, dann hau raus. Oh, Nilsi. Und zwar, ich war letztens im Globus hier einkaufen und da stand... Ich fahre da so rum mit meinem Einkaufswagen bei der Gemüseabteilung und da stand da eine ältere Frau, bestimmt um die Mitte 60, 70, die hat einen Hustenanfall gekriegt unter der Maske. Und der hat nicht aufgehört, die hat immer weiter gehustet und dann musste sie die Maske abziehen, damit sie Luft bekommt. Und das war echt, als würde die Zeit stillstehen. Alle im Markt sind stehen geblieben, haben diese arme Frau angeschaut.
Und das war der so peinlich. Die hat so einen roten Kopf gekriegt, nicht nur vom Husten, sondern auch, weil es ja unfassbar peinlich war. Die hat mir richtig leid getan. Also, ich hatte auch schon mal einen Hustenanfall, da war noch kein Corona, in der Schlange beim Supermarkt, das war ultra peinlich. Aber wie das für die Frau sein muss, während Corona so einen Hustenanfall zu haben, das ist schrecklich. Überleg dir doch mal, wie ungewohnt es für uns sein wird, irgendwann mal, wenn es soweit ist, dass wir wieder ohne Maske irgendwo reingehen dürfen. Das ist voll verrückt, ja. Mhm. Ja, oder was ich auch merke, so körperlicher Kontakt zu Menschen ist halt komplett weg irgendwie. Ja. Ich wurde seit 3 Wochen zum ersten Mal heute wieder angefasst, und zwar von meiner Friseurin. Das ist total verrückt. Das ist echt heftig. Ist die das heiß? Ist echt eine lange Zeit. Was? Was sagst du, Frank? Nix. Alles gut. Aber Nils, ist die wenigstens heiß? Das ist die Mutter von meiner allerersten Freundin, die ich hatte. Oh, ey. Ja, und ist die heiß? Das wäre doch der 2½-Man-Go. Nein. Das ist die Moni, die wohnt hier im Dorf. Du kannst hier im Dorf nicht so Schoten bringen, Frank. Das geht vielleicht bei euch in der großen Stadt, aber hier geht das nicht. Und, habe ich das schon erzählt? Ihr seht da ausredet. Bei der, nein, jetzt haltet euch fest. Wahrscheinlich bei der darf ist die ich, Mutter hat sie dich eigentlich angefasst? Voll heiß und der Nils wird sich's total wünschen. Bei der darf ich mit Schattenmann-Alben bezahlen, anstatt mit Geld. Das hast du schon mal erzählt. Super, kannst ja in einem Jahr kannst ja dann das nächste Album zahlen. Genau, in einem Jahr kannst du ja nächsten Arsch ja, deswegen, können. Frank, mach hinne, ich brauche das dritte Album, dass ich wieder zum Friseur kann dann. Ah, sie hat übrigens gesagt, was ihre Lieblingssongs sind. Von Epidemie war sie sehr begeistert und ihr Lieblingssong ist Nadel und Faden. Und von der Licht an ist ihr Lieblingssong. Und da hat sie mich heute auch vor ein Rätsel gestellt und gesagt, du weißt ja schon, was mein Geschmack ist mit Nadel und Faden. Was wird denn dann vom ersten Album mein Lieblingssong sein? Was denkt ihr? Gekentert oder Zahn der Zeit? Zahn der Zeit. Aber wahrscheinlich gekentert. Ist Zahn der Zeit. Und den habe ich nämlich voll vergessen. Ich habe zu ihr gesagt, wahrscheinlich Trümmer und Staub oder gekentert. Stimmt. Aber ich habe voll vergessen, dass es Zahn der Zeit gibt. Der war schon lange nicht mehr live gespielt. Sehr lange, ja. Ja. Okay, das war die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, ich wohne jetzt hier auf dem Dorf und da ist mir eine Geschichte eingefallen. Ich glaube, das hast du noch kein einziges Mal erwähnt, Nils. Nee, das ist aber wichtig für die Geschichte. Deswegen muss ich das erwähnen. Okay. Und zwar habe ich eine Geschichte, an die ich mich erinnert, aus dem Nachbardorf. Da hat jemand sein Pferd gebumst und hat dabei den Pimmel verloren. Was? Der hat seinen Pimmel verloren? Ja, weil Pferde so starke Schließmuskel haben. Deswegen bumst der normale Dorfbewohner Kühe, weil die haben keinen Schließmuskel. Und das Pferd hat sich dann gedacht, das gefällt mir nicht so gut, ich zwick den Pimmel jetzt mal ab. Und jetzt ist der Mann ohne Pimmel. Abgerissen oder was? Oder? Ja. Was? Die haben fucking Sixpack im Arsch. Alter, ah, nein, was? Du erzählst Scheiße. Nein, doch. Das ist bestimmt so ein Dorfklatsch, den sie allen neu hergezogenen erzählen und sich dann denken, vor allem, wie willst du denn noch in dem Dorf wohnen, wenn jeder weiß, dass dein Schwanz von einem Pferd abgezwickt wurde? Ich würde in die USA auswandern. Die Geschichte wurde mir ja schon vor 10 Jahren erzählt oder so. Das ist in Rödelhausen passiert. Aber wohnt er dann in Rödelhausen? Aber wohnt er dann noch immer? In Rödelhausen ohne Dödel. Weiß ich nicht. Also, okay. Ich finde, kenne den Mann auch nicht. Nils, ich finde, zur nächsten Episode solltest du dazu ein bisschen recherchieren. Mhm. Soll ich mal als Reporter Nils rausgehen nach Rödelhausen und Interviews führen? Wir möchten bitte ein paar Fakten. Also du kannst nicht einfach solche Dinge erzählen und das quasi, also weißt du, wir haben ja hier auch einen Ruf zu verlieren und unser Podcast stellt auch eine gewisse Glaubwürdigkeit dar. Also, wir dürfen hier nicht mit Halbwissen. Genau, gefährliches Halbwissen. Investigativer Journalismus, den wir hier machen. Ich finde, wir sollten unseren Weltklasse-Journalismus hier eindeutig mit Fakten untermauern. Also wir sind echt der Halbwissen-Pipi-Kaka-Podcast. Das will ich jetzt mal hier festhalten. Auf dem Präsentierteller. Ich kann sehr gerne, auf dem Präsentierteller, man kann nochmal nachschauen. Ich gehe mal recherchieren und sage euch dann nächstes Mal Bescheid. Ja. Bei der Moni gehst du recherchieren, oder was? Er fängt in Moni an und geht dann übers Pferd. Kannst du nicht im Dorf recherchieren gehen bei der Moni, wenn ich Lukas.
Ja, aber ich kann mir vorstellen, die Moni weiß Bescheid, weil bei der sitzen ganz viele auf dem Stuhl. Und aber doch nicht aus Rödelhausen, die haben doch einen anderen Friseur. Bei der Moni sitzen viele. Ja, das war jetzt auch wieder eindeutig, zweideutig. Oh Leute, die Moni ist eine ganz liebe. Ja, das glaube ich. Die schneidet total super Haare und ihr macht schon wieder da so. Nein. Moni, liebe Grüße an Moni. Moni rules, Moni. Moni for president. Dankeschön. Ja, weil falls sie das hier keine hört, hat so gute Rezensionen wie Moni. So ist es. Friseur Kaster in Blankenrad, komm vorbei. Sieht gut aus. Nur das mit den Bärten, das müssen sie noch ein bisschen üben. Ja, bei dir war ja keiner dran. Außer du. Aber Leute. Ja, Leute. Let's wrap it up. Ja. It's a wrap. Also, wir haben, glaube ich, ziemlich viel vor für den Podcast. Lass mich das nochmal zusammenfassen. Wir brauchen von euch Kategorien. Schreibt uns Kategorien. Schreibt uns natürlich auch, wie euch unsere neue Single gefällt, Choleriker. Wir schicken Nils als rasenden Reporter durch Blankenrad und Rodenhausen, Rödelhausen, um die Spur des im Pferd verlorenen Pimmels zu finden. Und, das ist ein geiler Podcast-Titel. Wie war das nochmal? Der im Pferd verlorene Pimmel. Okay. Der im Pferd verlorene Pimmel. Hört sich an wie so ein Drei-Fragezeichen-Folge. Ja, genau. So Indiana Jones-mäßig. Auf jeden Fall, ich würde sagen, wir verabschieden uns mit dem Song der Woche, oder? Jo. Yes. Stimmt, Song der Woche, da wird ja keiner, da muss ja nichts aufschreiben. Das ist doch praktisch. Da wird ja nichts eingeblendet. Nee, da musst du was sagen, ja. Ja, du musst was sagen. Bei mir ist es von Antisocial Patient 67. Hey, kein Scheiß, das ist ein guter Song. Auch der letzte war sehr gut, den ich da. Also hat kein guter Name. Der Spotify-Algorithmus irgendwas ausgespuckt, oder was? Ich höre halt hier Metal und dann gefallen mir welche Songs und andere gefallen mir nicht. Und die mir gefallen, dann mache ich ein Herzchen und dann sehe ich hier Eier. Und die sind auch immer gut. Okay. Pragmatisch gelöst. Weil wir es doch gerade von Musik in unserem Podcast hatten und über den Weg unserer Musik. Und ich switch jetzt meinen Plan um, weil mir ist noch so ein bisschen eingefallen, ich fand so diese Limp Bizkit-Metallica-Vergleiche irgendwie gar nicht so gut. Ich finde eher, dass wir so in Richtung, was heißt so in Richtung gehen, das klingt auch immer doof, aber... Peter Maffay. Nee, aber mir fallen da eher so Bands ein wie Five Finger Death Punch oder A Bullet for My Valentine zum Beispiel. Oder wie hießen sie hier mit Parasite Eve? Bring Me the Horizon. Ah, Bring Me the Horizon, genau. Mir fällt dieser Name nie ein. Auf jeden Fall, ich finde so irgendwie irgendwas dazwischen. Ich habe keine Ahnung. Es ist immer eh scheiße, in Schubladen zu denken, aber wie dem auch sei, ein Song, der mir jetzt bei diesem Thema gerade eingefallen ist, Bullet for My Valentine, Riot. Mega Nummer. Sehr schön. Dann mache ich das Aktuellste, was wir jetzt hier hatten. Der Song kam heute erst raus. Und zwar Priest von Lord of the Lost. Das wollte ich machen. Haha, ich wusste, ich habe es in meinem Gesicht schon gesehen. Du hast schon so ein Lord of the Lost-Gesicht gehabt. Ich habe es genau gesehen. Ich hatte schon dieses Kreuz. Ja, ist echt so. Ja, der Song ist krass. Krasser Song, krasses Video, echt voll. Alles geil gemacht, wie man es gewohnt ist von den Boys von Lord of the Lost. Sau cool. Mann, jetzt hast du mir meinen weggeschnappt. Ja, kannst du da wieder irgendwie hier Blink 182 oder was du sonst so machst? Ich hatte nie Blink 182. Nein, weißt du was? Mir fällt ein anderer Song noch ein. Na los. Und zwar von Royal Blood, Typhoons. Ist auch ein sehr geiler Song. Cool. Von mir aus. Ist gekauft. Dann packen wir den mal drauf. Ja, in diesem Sinne, ihr da draußen, macht es gut. Wir sehen uns in 14 Tagen. Mit einer neuen Episode und hoffentlich ganz vielen neuen Kategorien, die ihr uns auferlegt. Bis dahin, wir sind raus. Tschüss. Tschüss.